Mich haben Sie angesprochen, ich habe Ihnen ein paar Mal gesagt, ich bin nicht dafür verantwortlich, das steht außerhalb des Bereichs der Veranstaltung. Das ist eine eigenständige Veranstaltung, ein humanitärer Akt. Und Sie sind einfach reingegangen, weggeräumt, ohne die entsprechenden Leute anzusprechen. Sie haben Sie angesprochen als Veranstalter der Veranstaltung. Außerhalb der Veranstaltung, sichtbar außerhalb. Und es ist leider unserer Aufforderung nicht nachgekommen worden, das ZDF abzubauen. Aber Sie haben einfach die falschen Leute angesprochen. Sind Sie informiert worden darüber, also die Polizeieinsatzleitung hier vor Ort, dass es für medizinische Zwecke aufgebaut worden ist? Dass die Menschen, die seit acht Tagen hier Hungerstreik fortsetzen, dass die Durchaus auch hin und wieder medizinisch versorgt werden müssen, dass es deswegen hier auf dem Platz ein Zelt notwendig war. Und der glücklicherweise nicht von Herrn Stegemann, nicht vom Versammlungsanmelder, sondern von anderen Personen zur Verfügung gestellt worden ist, aufgebaut wurde. Warum man das dann trotzdem so weggeräumt hat. Hat niemand drin gesessen? Hat niemand drin gelegen? Ja, selbstverständlich. Es gibt Gesetze in dieser Stadt. Und diese Gesetze haben die gebrochen, sich die Polizei gerade halten, und es gibt eine Rechtsprechung. Die Rechtsprechung ist so, dass wer Zelte aufbauen möchte in dieser Stadt, braucht eine Sondernutzungsgenehmigung. Damit hat die Polizei nichts zu tun, das ist Sache jedes Bezirks. Wir haben in der Vergangenheit Bezirke gehabt, die haben gesagt, alles klar, ihr könnt hier Zelte aufbauen. Und es gibt Bezirke, die sagen, vor bestimmten Bauwerken möchten wir das nicht. Das ist nicht Sache der Polizei, das ist Sache des Bezirks. In welchem Sinne auch Polizei? Menschen erscheinen als Polizisten, Entschuldigung. Das müssen Sie doch einfach mal sehen. Und es ist schon gesagt worden, es geht hier um humanitären Akt. Die Leute sitzen jetzt da seit mehreren Tagen, sie essen nicht, es ist ein Hungerstreik, sie haben politische Forderungen. Und es ist doch einfach völlig unmenschlich, dass die Leute jetzt hier ohne Decken, ohne Isomatten und ohne medizinische Versorgung, ja, wissen Sie und auch schon ohne Schutz einfach sich dort noch aufhalten. Aber das ist doch gewährleistet, das eine. Oder? Und zum anderen muss ich einfach mal sagen, aus meiner Sicht wäre es auch an dieser Stelle jetzt rechtlich notwendig gewesen, dass Sie hier mehrfach Ankündigungen machen, bevor Sie dann dieses Zelt dann noch auf diese Art und Weise so brutal hier entfernen. Es gibt auch zwei Urteile dazu, ne? Mein Name ist Stefan Redlich, ich bin der Pressesprecher der BDK. Herr Redlich, es gibt zwei Urteile, einmal aus Düsseldorf und einmal aus Würzburg, aus Bayern, die auch besagen, dass Zelte und durchaus auch andere Sachen zulässig sind. Und die Demo ist ja keine neue Demonstration, das heißt, das wird hier fortgesetzt. Angemeldet ist es nur in Würzburg. Die Menschen sind ja 600 Kilometer in mehreren Wochen sozusagen marschiert, hier in Berlin angekommen. Anscheinend haben wir in Berlin eine Willkommenskultur. So hat hier der regierende Bürgermeister immer wieder ganz groß sozusagen angekündigt, zuletzt auf der 775-Jahrfeier. Und auch der Innensenator sagt das ja immer wieder, dass die Menschen hier in dieser Stadt willkommen sind. Aber anscheinend ist es nicht so. Ja, wenn man mit Menschen hier vor Ort so umgeht, dann ist es dem nicht so. Ich sehe das anders. Wenn man Rollstühle den Menschen wegnimmt, die ganz schwach sind, die nicht mehr auf den Beinen stehen können, können Sie mir diesen Auflagenbescheid zeigen, wo es dann tatsächlich auch drinsteht, dass Rollstühle nicht zulässig sind? Ja, Rollstühle stehen nicht im Auflagenbescheid. Na, wieso hat man das dann gestern weggenommen? Aber Ihre erste Aussage war ja das Urteil, die Urteile. Die Frage. Ja, ja, gut. Das ist immer so, wenn man drei Fragen aneinander stellt, klar, muss ich mir die versuchen zu merken. Ja, ja, bitte, bitte. Vielleicht wissen Sie, dass Versammlungsrecht Landesrecht ist. Mhm. Die Urteile aus anderen Bundesländern heißen jetzt nicht unbedingt, sind nicht bindend für uns. Mhm. Man muss sich eben immer genau angucken, welchen Hintergrund hat es. Es gibt Urteile, wo es so ist, dass Zelte genehmigt wurden, wo die Zelte einen Symbolcharakter für die Veranstaltung haben. Das ist hier, da steht es auch im Auflagenbescheid, weder von den Demonstranten so behauptet worden, noch ist das für uns zu erkennen. Und deswegen ist der Auflagenbescheid auch so wichtig. Wenn Sie sagen, Zelte und Isomatten sind nicht vom Versammlungsrecht in diesem Fall gedeckt. Und wenn sie denn doch aufgestellt werden wollen, für welchen Grund auch immer, benötigt eben jeder hier in der Stadt eine Sondernutzungsgenehmigung. Jeder Marktstand, jedes Zelt muss eine Sondernutzungsgenehmigung erhalten. Das heißt, die Menschen können frieren, sozusagen. Ja. Die Menschen können einfach ja, so... Sie schränken die Demonstration. Ja oder nein? Ich kann auch noch Ihren Namen bitten. Es gibt Gesetze, die Linksfraktion ab unten aus. Trotzdem hat die Polizei auch einen gewissen Ermessensspielraum. Und ich muss einfach sagen, dass ich im Gesetz bin, hinter dem Auflagenbescheid sozusagen verstecken, diesen Ermessensspielraum nicht zugunsten der Leute, die hier frieren und hungern, ausnutzen. Und ich verstehe das gar nicht, dass Sie mit keinem Wort auf diese humanitäre Situation hier eingehen. Entschuldigung, Alexander Morland, Mitglied des Abgeordnetenhauses Piratenfraktion. Bundesweit urteilen die Oberverwaltungsgerichte, dass bei langanhaltenden Demonstrationen Schlafsäcke, Isomatten und so weiter ein Grundbestandteil der Versammlungsfreiheit sind. Die ganzen Urteile beziehen sich nie auf Landesrecht, sondern immer auf das Grundgesetz. Wieso sind Sie der Meinung, dass das Grundgesetz hier anders funktioniert als